Schönen guten Morgen. Moin, Julia. Schön, dass du hier warst, François. Wir kennen uns am Anfang schon ganz lange Zeit. Und ich ging schon bald so, dass ich dich am längsten kenne von unserer ganzen Band. Zwar, wir waren zusammen ein bisschen schon in die Junge geringen, auch wenn wir uns zeitlich ein bisschen verpasst haben. Wir kennen uns auch als Scouten, wo wir uns engagiert sind. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass we go way back. Bisschen, ja. Wie war das dann? Wie ist das? Ja, 2008, 2009, doch immer. Frag, ja, du hattest so 16, 17 Jahre. Was bist du mir an? 10 Jahre hier. Weil Datum, das ist nicht so Menge. 10 Jahre, das Kind aber so hinkommen ja, vom Gefühl her. Verrückt, was alles geschieht, das, gell? Yes. Du hast zu Heidelberg studiert? Ja, ich bin zu Heidelberg studiert. Das sind dann auch mittlerweile 10 Jahre hier, dass ich fertig bin. Ja, zu Heidelberg Politik als Sozio. Und ich war auch zu Lausanne ein Jahr, was wirklich. Ja, das war wirklich. Das war wirklich mein Jahr war wirklich super cool war in der Schweiz, Birger. Okay. Voilà. Ich meine noch in der Schweiz, wie ich schon zu Lausanne war. Da habe ich auch relativ viel gemerkt. Da hat mich ein bisschen den Drive auch gegeben, werde ich mich auch viel engagieren. Weil in der Schweiz gesehen hat ganz viel, wie in der Politik auch Sachen ein bisschen anders kann machen, wie ein Wasser steht besser planen kann, wie man Nachhaltigkeit kann rüberbringen nach vielen Bereichen, Transport und Natur, die einfach da richtig gepflegt oder gehischt wird, dann intakt ist. Allgemein, meine ich, also für mich warst du so den sich immens gut auskennt, auch mit Stadtentwicklung. Du warst ja ganz, ganz engagiert auch an den Geringen an der Stadt. Das ist so ein bisschen das, wo man dich da identifizieren. So der Staat der Geringen, den effektiv dich sein, den Rolle am Gemeinderat, auch du immens engagiert hast. Das gingst du so an, als das, wo dich undreift für dich an der Stadt Lützeburg, besonders für die Geringen auch zu engagieren. Das Staat sind eben hier abgewusst und ja, wie ich gesagt habe, schon der Moment, wie ich auf die Uni gegangen bin, in Heidelberg, aber auch in Lausanne, da habe ich ein bisschen so den Vergleich gemacht mit der Stadt, wo ich eben herkomme, wo ich bewohne, in der Stadt Lützeburg, und ich habe gesagt, mach so viele Sachen, könnten am Anfang besser laufen. Ich habe in den Städten gemerkt, wie ich am Anfang ja, mehr Lebensqualität herabbringe, mehr öffentlichen Transport, mehr Nachhaltigkeit und das auf viele Bereiche. Und dann habe ich mir gesagt, dass die Sachen, die in der Stadt auch können, am Ende besser machen, ernst machen. Und das hat mich ein bisschen dazu gebracht, für mal in die Gemeindewahlen zu gehen. Natürlich sind schon ein bisschen über den Weg gekommen, wie kann ich auf gemeinem Niveau, also ganz lokal, ganz bodenständig Sachen verbessern, für den Wandel hinzukriegen. Von lokal, global, ein bisschen so die geringe Approche. Und je, das war dann die erste Phase, wie die Geringer in der Majorität waren. Das war wirklich super spannend für die Politik im Domat zu gestalten. Das ist schon ein Reihe Projekt, die ich wirklich ganz aktiv mit gedreht habe. Da gebe ich nochmal so nach Loh, das ist ein bisschen eine andere Rolle, sind wir ja an der Opposition an der Stadt. Und das ist auch wohl spannend, das ernst. Ich meine, das ist schon das Flot an der Majorität zu sein. Da kann ich wirklich so den an dem Projekt kann ich machen, da geht das doch wirklich, kann ich Matt umsetzen. Aber auch an der Opposition, wo wir sehen, wir probieren alle halbe Jahr ungefähr alle paar Monate ein Sujet wirklich richtig abzuschaffen und dann bei einer Pressekonferenz die wirklich zu präsentieren, so und so und so, wie wir das machen. Wir hatten dann früher auf dem Thema Auffall gemacht, wir haben wirklich ganz konkret Proposal gemacht und das sind Punkte, die mir so wie mir als an der Stadt vorstellen, dass ich das machen kann. Reform von der Auffalltax zum Beispiel, also dass das auf Gewicht gehen oder dass auf die Vidange gehen, also alles von den Leuten, die Pubel rausstellen, dass da gibt. Da bezahlen, das ist die Leute nämlich wirklich dazu, um direkt zu machen. Aber auch mit Krischmar, das ist ja aktuell. Ich meine eigentlich, dass ihr da durchaus könnt, aber in Richtung von einem Zero Waste Krischmar gehen, also dass ihr da kein Einwegprodukt wie mir hört, mit dass ihr wirklich alles mit Mehrweg, Bäschere gibt. Ich war heute Weekend kurz da und habe gesehen, dass das ein bisschen halbherzig gemacht. Du hörst dann natürlich der Glühweins Bäscheren, also Tasen, die du darum kannst zurückgehen, mehr neben drin hörst, dann aber auch Krut zum Beispiel, mein Junge, der Mathis, der Krut, tun aber sein Schoki an seinem Steropos-Bäscher. Ich meine, das könnte ich mir konsequent machen, für ihr Beispiel zu nennen. Nee, das sind wichtige Ideen an Schwingen, das auch lo entretan den Wandel von der Zeit, auch genau der Tote vor, das fand ich mich erinnern, für uns 10 Jahre, wie ich dann auch am Lycée war, das war so Thema Plastik, auch Plastikflaschen und so weiter, nein, komplett anders, also hat keine Bidon, heute das also normal, dass du mit den Bidon in die Schule gehst und du mal dann Lycée gehst und mir, du mal dann schon mal kommen und ich meine, du gesagt wirklich so ein Wandel, wo doch richtig gut geht am Moment, so die geringen Ideen, die am Anfang noch vielleicht ein bisschen belächelt gehen, auch locken umzusetzen und ich meine, die macht du ein ganz, ganz wichtiges Arbeit an der Stadt.
Und du bist aber natürlich auch an der Chambre, wo du dann auf der Majoritätsseite du bist. Und vielleicht, was sind du so den Hauptsujeten, für was sitzt du dich an der Chambre am Anfang an? Ich bin ja, ich glaube, so mein Hauptjob an der Chambre als Präsident von der Umwelt, Klima, Energie, Nachhaltigkeit, Landesplanungskommission. Das ist so die Kommission, wo alle guten Sujets von dem Karol Diesbosch und von dem Claude Turmes eben traitiert gehen. Das ist am Anfang auch dann mein Hauptdossier, den ich am Anfang traitiere, weil natürlich an diesen Zeiten super spannend ist. Ja, ich gebe andere Dossier, die schon auch haben, als ich bin an der Interieurskommission zum Beispiel. Was sind wir da gemein? Ja, die, was gemein sind, möchte ich dann Landwirtschaft, was auch eine Herzensangelegenheit von mir ist. Für eben die Landwirtschaft hat extrem viel Impact auf die Natur. Ich meine auch, dass die Bauern ein extrem, extrem wichtiger Berufsstand ist für uns, einfach die Lebensmittelproduktion. Und da helfen wir uns gerne, dass wir die Anfang, dass wir die Transition hinkriegen. Einerseits, für dass es den Bauern besser geht, dass sie mehr Sinn an ihrer Arbeit gesehen, aber auch einerseits mit der Natur zusammen schaffen. Also da spielt dann bei der Landwirtschaft spielt einfach immens mit, wie gehen wir den Boden um, wie kriegen wir die Biodiversität verbessert, Natur, aber auch Klimaschutz. Und ja, weil das Thema interessiert mich stark. Ich komme schon viel drüber in Natur und Umwelt geschafft, also in Naturschutzorganisation. Da habe ich eben die Plattform in Landwirtschaft koordiniert, wo ganz viele zivilgesellschaftliche Organisationen da sind, wo wir auch wirklich Positionsbarrieren ausgeschafft haben. Und wir sind schon froh, das können an der Chambre weiterzubringen. Und dann habe ich aber auch so Starter, wie es gesagt hast, meine Frau Kathi, das kennt eben vom Land. Ganz Familie sind eben viele Bauern dran, sodass ich dadurch auch viel Kontakt damit habe und mich ganz stark dafür identifiziere, noch immer viel am viel mit denen schwätzen und gucken, wie sie das gesehen haben. Dafür finde ich mich der, das wirklich ein Thema, was mir ganz, ganz im Herzen leider effektiv. Ich fand das immens schön, noch von Ihnen so ein bisschen sein Background von früher, von seiner Arbeit kann, so man dann seinen neuen Job herabbringen, respektive auch sein Umfeld immer rum kann man da sehen, weil wir sind ja, wir wissen ja auch nicht alles, wir haben nicht in allen guten dieselben Background, wir haben nicht dieselbe Expertise, an dem man mit anderen Leuten schwätzt, so wie du dann mit Kathi seiner Familie, geht dein Horizont ja auch einfach durch, ob es erweitern und du kannst Leute mitwählen, du kannst Leute nur lauschen und so den Schritt auch rausmachen, für ein bisschen zu viele, für was aus der tut ein Thema vielleicht bei der engen Population mich schwer, für was sind du auch Widerstände, du gehst, weil nicht mehr von den Day kennt, können wir als Politik auch dementsprechend aufpassen und auch auf die Zürcher von den Leuten angehen, ne? Weil das spielt ja auch einfach eine große Rolle und ich denke gerade bei der Landwirtschaft, als das ein bisschen ein Gefahr oder etwas, wo man sich immer muss bewusst sein, dass man dort Menschen mit Arbeit sieht und dass man auch auf die Zürcher von den Leuten angehen kann. Ja, das ist ein Thema auch, wo ganz gerne gesagt wird, ich soll mal zum Beispiel an der Landwirtschaft kriegen, wir kriegen ja oft gesagt, wir geben immer auf Bauern Klappen. So. Und am Ende haben wir das wirklich überhaupt nicht. Weil die Probleme, die heute existieren ja, weil eine jahrzehntelang falsch europäische Politik, die auch national falsch umgesetzt ging, und die Verwürfung, soll man die Bauern gesagt haben, sie müssten weiter intensivieren, mehr produzieren und so weiter. Und das ist so ein Detriment von der Natur gegangen. Und sie dürfen am Anfang durch eine falsche Politik in die Richtung gedriven. Und ich meine, was wir oft probieren zu machen, ist zu sagen, hey, komm, wir gehen mehr in Richtung ländlich, irgendwie klein, irgendwie. Eben irgendwie nachhaltige Landwirtschaft, auch am Interesse von den Bauern selber. Das heißt, ich meine am Anfang, dass wir eben gerade für Zukunft, für Paradigmen, wie es denn am Interesse ist von allen Menschen, dass wir dafür plädieren. Weil, du hast ja gerade gesagt, mit das, was wir mitbringen, also ich meine sowieso, dass das als Politiker keine gute Idee wäre, wenn ihr logisch meint, wir hätten einfach vorrecht gepackt. Ja. Ich meine, Itverein hat einen anderen Background, die Weiterbildung hat in der Politik, dass man sich für Sachen interessieren, mit anderen Leuten schwätzen. Ich meine, das ist ein A&O. Ja. Absolut, absolut. Neben vielen Konferenzen, wo wir so hingehen, haben wir auch natürlich viele Interviews noch hier in der Fraktion, aber auch auf Plätzen, wo wir bei den Leuten und Organisationen hingehen. Du gehst logisch schon auf die Klimakonferenz, was natürlich auch ein ganz, ganz spannendes Setting ist. Wie lebt das auf, so eine Klimakonferenz? Was kann ich dir drin vorstellen? Mei, das ist ein gut froh, weil ich war auch noch nicht da. Das ist mich auch so etwas Neues. Ja, aber das ist am Anfang auch meine erste Chambre-Race, wo ich als Deputier kann an sich mitgehen. Das ist nicht extra spannend, da gerade bei der Dutta können mitzugehen. Ja, das ist am Anfang, du guckst einen Hängsel und du mitgehst, weil hier am Anfang ist ein klimapolitischer Sprecher.
Aber wie du an die Regierung kommst, dann hat die Geschichte François geht auf Santiago. Und boah, ich bin natürlich relativ beruhigt, dass du nicht Santiago hast, wie das nicht mehr Madrid hast. Du fliegst nicht gerne, oder François? Ach, wie soll ich das so? Mobilität fasziniert mich. Also irgendwie fasziniert mich die Fliegen auch, natürlich. Ne? Ich gucke die Flieger gerne am Himmel an, mit der Kammer. Gucke ich gerade, die fliegt da und da hin. Und das fasziniert mich schon Mobilität. Mehr. Ich soll nur wissen, alle gut, die Fliegen hat einen ganz negativen Impact auf Natur, Umwelt, Klima. Das heißt, das sollte ich schon auf ein Minimum absolut beschränken. Aber voilà, die Klimakonferenz, um zurück darauf zu kommen, dat, die lief die ersten zwei Wochen am Dezember. Die erste Woche als May. So Beamte, eigentlich das Beamtenniveau, wo du negoziiert geht, wie die weitergeht, nur den Pariser Akkord, wie ihn das praktisch umsetzt. Die zweite Woche ist dann mehr so ein, wo wirklich auch Minister mit negoziieren. Carol Diesburg hat auch die zweite Woche da negoziiert. Hat das ja bei dem beim Pariser Akkord, der wirklich den Kader setzt, für als Emissionen zu reduzieren. Da hat ja auch eine führende Rolle. Und hat das eben noch die zweite Woche da. Ich bin noch die zweite Woche da. Und du hast eben da auf der Klimakonferenz auch ganz viele so Side-Events, du hast ganz viele ONG, die da sind, Länder, die da sind. Und ich freue mich von allem eben drauf, für viel Neues gewohnt zu gehen. Ja. Also für beizulehren, für Initiativen zu sehen, wie kann ich national Klimaschutz noch besser machen, wie können wir auch gucken, Klimaadaptation zu machen. An die verschiedenen Niveaus. Ne? Was gibt vielleicht Beispiele, die ich mal dann in meinem Gemeinde kann holen, wie ein Klimaschutz noch besser kann machen auf gemeinem Niveau. Und ja, voilà. Da freue ich mich drauf, eigentlich spannend nächste Woche zu holen. Eben die zweite Woche Dezember sind ich für dich da. Cool. Also das klingt nur vielen Best Practices, die du so kannst mitbringen und viel flotten Erfahrungen. Ich rede ja selber mal für Scouten auf so Konferenzen und ich weiß, wenn ich da so rumkomme, dann habe ich immer so voll geladen mit Inspiration und Energie und lange einfach für den persönlichen Motivation auch als Politiker. Ich das ist schon enorm wertvoll, weil du mit so vielen neuen Ideen zurückkommst und die kannst umsetzen. Und ich bin ganz, ganz gespannt, was du erzählst. Und ich hoffe, du musst auch ein paar Social Media Updates, für dass du also ein bisschen kannst mit an den Kulissen holen. Das wäre auf jeden Fall richtig flott, weil ich meine, die Leute sind aber daran interessiert, wie das dann so ausgesehen so eine Konferenz. Das kann ich noch immer ein bisschen von der Tölle und ich da dann. Das Resultat, das noch präsentiert mir, wie die hunderte Kulissen ausgesagt, ging mich persönlich immens interessieren. Ich meine das. Cool. Ich weiß nicht, ob ich so viel oder so gut mache, wie du, aber ich meine das. Du kannst mir auch für Tipps machen. Ich kann auch für Tipps machen, dann schicke mir halt so ein Reminder. Okay. du noch nie auf der Klimakonferenz, die ja viel thematisiert wird, als ja auch als Klimagesetz etwas, was ganz, ganz große Lo, auch an den Medien aus, beim Klima-Energie-Plan. Du bist da mit irgendwo ganz in der ersten Reihe, für das dort mit auszuschaffen und natürlich auch an der Chambre weiter zu beschaffen und zu thematisieren. Ich weiß, das ist ein relativ komplexer Text, aber kannst du probieren, der da kurze Wörter denke, den Leuten auf Außen zu erklären? Also, ich meine eigentlich, das ist nicht so komplex. Das ist einfach ziemlich. Eigentlich ziemlich einfach. Also das Klimagesetz soll uns einfach ein Kader für als Klimapolitik gehen. Das heißt, am Gesetz gedacht festgehalten, dass man bis 2030 als CO2-Emissionen einfach um 55% wollen reduzieren per rapport zu 2005. Das ist mir so ein Name von Chlor. Wir wollen innerhalb von den nächsten Jahren Chlor ob minus 55% bis 2030 landen, per rapport zu 2005, aber bis 2050 wollen wir klimaneutral sein. Ne? Das ist mir so in Anführung, wir sitzen als Ziele an einem Gesetz fest an, wir sehen eben, dass die verschiedenen Sektoren, die jetzt gehen, auch da die Hausaufgaben müssen machen. Ne? Das ist mir, wir gehen als Anfang die Regel, und wir gehen als Instrument dafür zu sehen, an der Industrie, am Transport, am Wohnsektor, an der Landwirtschaft, an der Unfallwirtschaft, muss als Sektor Jahr für Jahr gucken, auch hier Emissionen eben zu reduzieren. Und parallel dazu gehen wir jetzt nach verschiedenen Zielen, also nach verschiedenen Prämissen, wie Ziele. Also wir so, und das darf nicht au Detriment zum Beispiel passieren von anderen Zielen, die wir am Umweltschutz tun. Zum Beispiel, wir dürfen auch nicht Klimaschutz machen, die auf Kosten von der Biodiversität geht. Wir dürfen auch nicht Klimaschutz machen, die auf Kosten von sozialer Gerechtigkeit geht. Ich so, alles, wir machen das, aber wir haben auch andere Ziele parallel dazu an. Und voilà, die praktische Umsetzung davon, die machen wir dann noch an über den Klimaplan von allem. Wir werden eben nun im Gesetz wichtig, dass das klar gesagt wird, alle guten Sektoren müssen ihre Verantwortung
überholen, zu Lützburg natürlich. Den Sektor, wo man nicht allein kommen, für viel zu machen, aus dem Transportsektor, weil den für zwei Drittel von den Emissionen verantwortlich. Ja, gerade mit Tanktourismus und so weiter. Ne? Voilà, da kommt man nicht allein schon mal als Hausaufgabe wollen machen, einfach zu gucken, dass dass auf der Pumpe man rauskommt, an dass man die Mobilität weiter umstellen. Das kann man als Hausaufgabe nicht machen, das wäre eine Katastrophe, und du musst mal als Verantwortung überholen. Aber du hast ja eine große Diskussion dann noch Wandel, den ich zuerst gesagt habe, in der Industrie, vom Verbrennungsmotor zu Elektroautoen, geht das da ja aber auch ganz kontrovers diskutiert. Gehen, ne? So den Kobaltminen am Kongo und so weiter. Wie gesagt, du vielleicht ein konkretes Beispiel von einem Elektroauto. Möchtest du Sinn, ein Elektroauto zu kaufen? Oder was sind dann Perspektiven, die die Leute können haben, wenn man so ein Verbrennungsmotor ist schlecht? Und brauchen aber mal ein Auto, was hier steht? Ich meine, für alle ist es mal so, dass man muss zuletzt schon mal extrem viele Autos. Also den dicksten eigentlich Park und Auto in Lützburg, wie in keinem anderen Land pro Kopf. Das wird sicher nicht die Lösung werden, dass wir alle Autos mit einem Verbrennungsmotor geben, ersetzen durch ein Elektroauto. Ja. Dann hat man so weiter, die Elektroautos am Stau stehen. Genau, der Stau ging bleiben. Das gibt es nicht wirklich helfen. Und wir natürlich auch nicht vergessen, dass alle Elektroautos natürlich auch nicht klimaneutral sind. Also alle Elektroautos müssen auch gebaut werden, produziert werden und so weiter. Das ist als erste Möglichkeit, müssen gucken, als Mobilität so zu ändern. Das passiert ja auch schon ganz viel. Wir probieren mehr auf den öffentlichen Transport zu gehen, mehr durch Mobilität zu fördern, als Urbanismus ähnlich zu gestalten, dass Leute eben mehr da wohnen, wo sie schaffen und so weiter. Man hat das nicht etwas, ob sein Auto angewiesen ist, kein Sharing, kein Pooling und so weiter. Bon, aber natürlich werden immer Leute ein Auto brauchen, das ist auch normal. Mhm. Ich meine, durch die Benutzer vom Auto geht auch einer, also noch einmal ähnlich am ländlichen Raum wie am städtischen Raum. Ja. Wir werden mal weiter Auto brauchen und du hast für mich klar, Zukunft als Elektromobilität, also sicher nicht der Verbrennungsmotor. Mhm. Verbrennungsmotor, unabhängig davon, dass es auch eine begrenzte Ressource ist, als der Verbrennungsmotor für die Luftqualität, verpulvert den Day, bei der Elektromobilität, da haben wir eben das keinen negativen Impact auf die Luftqualität, also das ist sicher besser. Und das ist eben das Null-Emissionsauto am Anfang. Ne? Muss natürlich gucken, dass zu Lützburg sowieso der Fall, alle guten Stationen, wo die Elektroautos abgelöst gehen, da können geringe Strom schon dabei raus. Wir müssen natürlich gucken, das passiert auch, also die Industrie verbessert sich die ganze Zeit weiter, sodass auch ein Punkt der Batterie nicht besser geht. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man muss extrem gut aufpassen, dass das auch an der Chorus mit Menschenrechten und so weiter. Das kann natürlich nicht sein, dass irgendwo auf der Welt keiner an Minen schaffen muss, dass wir eine Elektromobilität haben. Das darf auf keinen Fall sein. Und voilà, das ist natürlich gesagt, und da muss man auch, weil es dann die nächsten Reglemente gibt, für das nicht so passiert. Ne? Mhm. Ich meine auch, die Elektromobilität, die hat am Ende eine rasante Entwicklung. Wenn ich weiß noch, von den Jahren mit einem Geschwätz, die ersten Leute, die ein Elektroauto kaufen, die waren höher so gesund am Winter, kommen nicht da noch kommen nicht von der Stadt bis auf was weiß ich, bis auf Mirsch, mit einem Auto oder nicht. Heute sind die alle gut, ja schon eine Reichweite von ein paar hundert Kilometer, du hast Tankstellen und so weiter, also die Technologie entwickelt sich extrem gut weiter, die Batterien gehen mehr effizient. Und voilà, also das ist ein ganz guter Ding, dass man da auch gut weiterkommen. Voilà. Cool, merci für die Erklärung. Ich meine, das macht wirklich Sinn und effektiv. Also wenn ich gucke, wie schnell sich technologisch alles entwickelt wird, von den Computern und Handys und so weiter, dann hast du auch also Fuhrpark, den entwickelt sich auch enorm. Und das ist natürlich auch der Mond, die da mitspielt, wenn ich höre, dass VW quasi nicht mehr nach Elektroauto produziert. Das ist einfach ein Wandel, der geschieht. Also wie ich vorher gesagt habe, mit Plastikflaschen und den Bidon, wofür in 10 Jahren nach komplett einer anderen Welt verhoffen ist, dass man dann in 10 Jahren auch auf seiner Normalität sind. Und ich meine, das ist das Ziel, das ist auch der Grund, für was wir uns für all das engagieren. Aber natürlich muss ich die Leute mitholen, das ist sicher wichtig. Vielleicht noch ganz zum Schluss. Was gingst du so, sie lo nach, nach 3 Wochen Chambre, was können lo nach unten, was lo nach von großen To-Dos vielleicht an der Chambre für dich? Ja, also wir nach 3 Chambre-Wochen, nächste Woche, also in der 2. Dezember-Woche,
Da haben wir ja noch eine Reihe Gesetze oder auch die nach um Wesen sind. Und der letzte schon, aber ich meine, das gibt man sicherlich die spannendste von der Vakanz. Da haben wir ja das Budget, den präsentiert, diskutiert und noch gestimmt. Und dann haben wir auch die große Klimadebatte. Wir hatten in der Woche, wo wir einerseits den Klimaplan werden diskutieren. Ja. Und da freue ich mich natürlich speziell drauf, weil das gibt für mich einen wichtigen Moment. Und einerseits oder eine Analyse man dafür vom Klimaplan, der soll präsentiert gehen, aber wo man ganz schon nach Piste von wie nach kann wie weit gehen und wie man den noch kritisch begleiten können, das ist doch mich natürlich speziell drauf. Und voilà, das wird kurz vor, das wird der krönende Schluss von der Dezember Chamberwoche. Cool. Von dem wir dann einfach an und Christkanz gehen. Okay. Darauf frisst du dich ganz speziell, weil du so froh mit Christoph warst. Ja, effektiv, ich freue mich. Ich brauche doch dann immer so ein bisschen für meine Ressourcen, dann noch abzulöten. François, wir sind schon zum Schluss. Das ist sehr gerne. Das ist wirklich sehr gerne, gell? Ich sollte das, wir könnten noch wahrscheinlich eine Stunde weiter schwätzen. Das machen wir dann noch. Merci, dass du da warst. Na ja, merci, dass ich kommen konnte. Und dann, wie es ganz geschwind.